Ja, einen friedlichen Gruß an euch, liebe Zuschauer in aller Welt, in der Ukraine. Und jetzt kann man ja auch schon fast wieder sagen nach Deutschland, beziehungsweise wir sind noch ungefähr 7 Stunden von Deutschland entfernt. Und wir stehen hier gerade an der ukrainisch-polnischen Grenze. Wir haben jetzt ungefähr schon vorweg 1,5 Stunden knapp gewartet. Und gerade eben wurde unser Kofferraum kontrolliert und die Pässe kurz gecheckt. Die Personenanzahl, die wurde kontrolliert. Das ist nämlich auch interessant. Wenn du die Grenze passierst, also in beide Richtungen, Polen, Ukraine, Ukraine, Polen, dann wird die Anzahl der Personen festgehalten. Und beim nächsten Kontrollcheckpoint wird dann geprüft, ob sich nicht einer irgendwie fortgebeamt hat oder so. Ich verstehe das nicht wirklich, aber okay, das ist halt die Regelung. Und jetzt warten wir, bis wir hier zur Passkontrolle gelangen, bis wir dann unseren Stempel erhalten und dann letztlich nach gefühlt 1 Million Schlaglöcher die Ukraine vollständig verlassen haben und dann eben in Polen erstmal irgendwo was zum Essen suchen und uns kurz dann entspannen und dann geht's dann weiter. Wir haben ja einen Zwischenstopp gemacht, notdürftig. Wir wollten eigentlich in Polen einen Zwischenstopp machen, aber wir mussten an der ukrainischen Grenze einen Zwischenstopp machen. Das war eine andere Grenze. Das hatte den Grund, dass diese Grenze aktuell nur Bus und LKW rüber nach Polen lässt. Also mussten wir noch knapp 40 Minuten einen Umweg machen. Die 40 Minuten haben sich dann aber durch diese Millionen Schlaglöcher schön ins Unendliche gezogen. Es ist einfach Wahnsinn. Wir haben dann noch eine Radkappe verloren. Wir haben insgesamt 3 Radkappen verloren. Vielleicht verlieren wir ja auch noch die 4., bis wir dann zurück sind in Niedersachsen. Ja, es ist halt schwierig und anders dort, diese Straßenverhältnisse. Aber so ist es eben. Wir hatten ja auch noch eine Panne. Da werde ich dann noch ein separates Video dazu machen, aber das mache ich wahrscheinlich dann noch zu Hause. Ich sag nur Wald, Nacht, Nebel, Regen, kein Internet. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Okay, ich sehe gerade, wir dürfen hier vorrücken. Und in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Lasst mal ein Abo da, ne? Oder ein Like. Idealerweise beides. Bis dann. Ciao.